AX400, also ein älteres Modell, rebootet hier offenbar. Ein wirklich erstklassiger Haushaltsassistent. Er kocht 10.000 Gerichte, komm schon, Zoe, gehen 200 wir. Sprachen und Dialekte. Und leistet Kindern Lernhilfe von der Grundschule bis zur Universität. Wow! Liebling, der sieht toll aus. Genau so einen brauchen wir. Wie viel soll der nochmal kosten? Im Moment gibt es die gesamte Produktionslinie im Angebot. Für nur $7.999 mit einem zinslosen Kredit auf 2 Jahre. Und sie haben 2 Jahre Garantie auf das Modell. Haus anfällt. Malern, Klempnern, Gärtnern, reparieren. Ja, vielleicht fällt auf, dass die Androiden, die hier verkaufen, vollkommen identisch sind. Ist etwas teurer, hat aber auch viel mehr Funktionen. Und offenbar Verkaufsgespräche vorbereitet hier sind. Was ebenfalls auffällt, das war in dem ersten Teil noch nicht so dran. Er war echt richtig kaputt. Was ist nochmal mit ihm passiert? Es war ein Auto. Ein blöder Unfall. Ah, verstehe. Wie auch immer, er ist jetzt so gut wie neu. Na, vielleicht bis auf den Reset. Also, wir mussten den Speicher löschen. Es ging nicht anders. Das ist okay. Okay. Gibt's einen Namen? Von meiner Tochter. AX400, registriere deinen Namen. Kara. Mein Name ist Kara. Na, das ist ja ein sympathischer Einstieg. Und mit dem Autounfall, das sei mal dahingestellt. Was ich noch ganz kurz sagen wollte, und dann lasse ich das Intro laufen, ist, dass die Androiden gekennzeichnet sind. Farbige Wimpel tragen und möglicherweise muss man historisch nicht ganz so weit zurückdenken, mit Markierungen dieser Art etwas zu assoziieren. Aber schauen wir mal, ob sich dieser Eindruck bestätigt. Wir sind hier auf alle Fälle in Detroit. Detroit, die Stadt für die Autoproduktion im Rusty Belt, die im Wesentlichen mit dem Untergang der US-amerikanischen Automobilindustrie hier in der Zukunft einen neuen Industriezweig entdeckt zu haben scheint, den Bau von Androiden. Was aus diesem Charakter wird. Also der zweite Charakter, der offensichtlich eine Rolle spielt. Da wieder der Wimpel. Kinderbetreuung. Gartenpflege. Wir spielen jetzt wieder einen anderen Charakter. Babybetreuung. Hey, Wasser. Direkte Befehlsansprachen. Das waren 12 Meilen. Noch 5 Meilen bis zum Ziel. Ja. Assistenten 2. Klasse. Oh. Das ist interessant. Meine Software scheint
mich daran zu hindern, zu gehen. Das ist ähnlich wie in der ersten Szenerie im Tutorial. Und ich muss hier auf grünes Licht warten. Jetzt wird grün, jetzt darf ich gehen. Beeilt euch, ihr Plastikidioten. Ihr habt noch Zeit bis 4. Entschuldigung. Plastikidioten. Ja, das Ganze, sieht nicht sonderlich spannungsfrei aus. Das ist eine Ladestation, eine Parking Station, die man auch im Intro gesehen hat. Der Android hier sieht exakt so aus wie der Verkäufer gerade aus dem Store. Ja, das ist gruselig. Das. Auch hier. Servicepersonal und sein Android. Wir wollen Jobs. Nicht mehr Androiden. Wir dürfen hier nicht entlang gehen. Und das ist offensichtlich eine Demonstration gegen Androiden vor dem Firmengebäude von CyberLife, das die Androiden baut. Auch hier Assistenzsysteme, das heißt, er pausiert hier und sie mit der Tasche daneben steht und wartet, bis er damit fertig ist. Was mir gerade auffällt, Daniel. Oh, darf ich nicht lang? Ist mir verboten. Daniel in der ersten Folge trug andere Kleidung. Okay. Also, wir haben eine Demonstration. Die Beschimpfung von Androiden. Zeigen nur das Dunkle unserer Seelen. Und warum guckst du mich so an, Dämon? Ich weiß, wer du bist. Ich durchschaue dich. Du bist derjenige, durch den das Böse kommen wird. Du bist derjenige, der Detroit zerstören wird. Klar, ein Clipping-Fehler. Offensichtlich kann man sich in Detroit schon teleportieren. Aber jedenfalls, das, was man hier auch noch sieht, also der Entwickler zieht ja alle Register, um das Narrativ komplett auszuspielen. Das heißt, eine äußerst feindselige Umgebung mit einem tatsächlich nicht nur einem Leader Assistance Ansatz, sondern faktisch einem der vollständigen Ausbeutung. Auch da wieder Parking Stations für Gegenstände. Ja. So, ich glaube, hier bin ich richtig. Ich sollte Bellinis Farben. Hier sieht es sehr farbenfroh aus. Und nun bin ich gespannt, was jetzt passiert. Registrierung. Identifikation bestätigt. Ein Verkaufsandroide. Die Bestellung Nummer 847. Das macht 63,99. Bitte die Zahlung bestätigen. Zahlung bestätigt. Okay. Verkauf abgeschlossen. Sie kommunizieren also untereinander mit gelben Warnleuchten. Das konnte ich im Tutorial noch nicht. Ganz zuordnen, ob das faktisch eine Warnung ist, ein Warnlicht oder ob, was das bedeutet. So. Ich laufe im Kino. Invasion. Raken. Target. Ja, auch nicht anders als heute. Gut. Zumindest nach den Filmplakaten zu urteilen. So, wo muss ich jetzt hin? Okay. So, Android aktiviert.
Und schon trägt er die Tasche immer her. Ja. Man fragt sich, warum für diese... Verdammt, warum hilft mir denn keiner? Warum für diesen Funktionsumfang überhaupt humanoide Androiden notwendig sind? Wo willst du hin, Blechbüchse? Hä? Okay. Ach, wirklich? Hey, Leute, hier ist eine von diesen Blechbüchsen. Seht euch das Scheißding nur an! Gott, unsere Jobs und kann nicht mal aufstehen! Ja! Ja! Zeig's mir! Blechbüchse. Du gehst nirgendwo hin. Wir nehmen dich jetzt auseinander. Mach das Ding fertig. Na los! Okay. Das reicht. Lasst ihn in Ruhe. Erteilen wir ihm eine Lektion. Beschädigt ihr ihn, gibt es ein Bußgeld. Sachbeschädigung für den Androiden. Dein Job ist auch bald weg. Was du dann wohl sagst. Na los, geh weiter. Androiden stehlen unsere Jobs. Ja! Wir müssen Familien ernähren und diese Androiden nehmen unseren Platz ein. Ja, es ist ein sehr, sehr harter Konflikt, der sich hier abzeichnet. Mit allen Möglichkeiten der Diskriminierung, mit denen man spielen kann. Also farbige Wimpel, Platzierung in der Öffentlichkeit, Verrichten sämtlicher niedriger Aufgaben im Service- und Dienstleistungsbereich, Anfeindung durch diejenigen, die dadurch ihre Jobs verloren haben. Und man darf sich wünschen, dass diejenigen Androiden, die hier zu sehen sind, nicht eine eigene ihre KI nicht so weiterentwickeln, dass sie menschlich werden wollen. Denn in dem Konflikt, glaube ich, gibt es nur Verlierer, so wie es im Moment aussieht. Okay, dann holen wir mal den Bus. Und sehen, was passiert. Abgeschlossenes Abteil im öffentlichen Beförderungsmittel. Das gibt's nicht. Na gut, man muss es dem Entwickler zugutehalten. Er hat faktisch kein einziges Stereotyp ausgelassen, um hier eine möglichst harte Diskriminierung zu zeigen. Wenn man von Diskriminierung sprechen kann, auch das ist wiederum eine Setzung der Entwickler, die uns, die Zuschauer, glauben machen wollen, es handele sich hierbei schon um Menschen. Was sie tatsächlich zumindest dem Wortsinne nach nicht sind, sind humanoide Androiden. Und ich glaube, so viel hätte ich jetzt in dieser kurzen Mission, die tatsächlich sich darauf belief, im Park spazieren zu gehen, nicht weiter tun können, und die in anderen Entscheidungen, die ich hier sehe, wären auch nicht sonderlich relevant gewesen, glaube ich. Den Musikanten habe ich nicht zugehört. Das Paket habe ich aber abgeholt. Der Prediger hat mich angeschrien. Genau. Und dieser Charakter heißt Marcus. Ich glaube, dass wir in diesem Spiel, so wie es jetzt aufgebaut ist, unterschiedlichen Charakteren folgen dürften. Connor könnte einer sein, Marcus der zweite und Kara
die in ein nicht ganz einfaches häusliches Umfeld zurückkehren durfte, zumindest wenn man dieser stereotypen Skizzierung ihres, wie sagt man, Besitzers, würde das Spiel wohl sagen, und damit wiederum diesen Sachgegenstand Androide markieren, ihres Besitzers fährt. Da bin ich sehr gespannt, was uns da noch auf uns zukommt. Ich will jetzt noch ein was anschauen, nämlich nicht zwingend die Legende, sondern die weltweiten Statistiken und einen Blick werfen, wie andere Spieler sich entschieden haben oder was andere Spieler genutzt haben. Wir sehen hier, dass in dieser Mission natürlich wohl relativ wenig zu entscheiden war, sondern wo wir faktisch einen Walking-Game-Ansatz verfolgen, nicht so viel zu tun war. Deswegen war es auch nicht interessant. Und ich hoffe, dass es im nächsten Kapitel mit Kara weitergeht und bin sehr gespannt, wie wir da in möglicherweise wieder in Szenen zurückkommen, in denen sehr viel gesprochen wird. Hier in dieser Szene war es ja relativ, war der Protagonist ja relativ stumm oder hat kein einziges Wort gesagt. Und auch das ist ein maximales Kontrastprinzip. Es mag durchaus sein, dass das schon eine Rolle spielt und ein Hinweis darauf ist, wie die Figur selbst entwickelt wird. Während Connor sehr viel gesprochen hat und auch Daniel sehr viel gesprochen hat, hat Markus kein einziges Wort gesagt. Gut, das soll es erstmal für heute sein. Ich hoffe, das war dennoch, auch wenn es eine kurze Episode war, interessant, wieder dem zu folgen. Und ich hoffe, wir sehen uns beim dritten Teil des Let's Play.